Ein zuckersüßes Willkommen zu Brisant. Schokoholics und alle die, die gerade mit einer Diät kämpfen, sollten jetzt lieber wegschauen. Ein herzlich Willkommen bei uns. Bleiben wir auf der Straße, andere Autobahn jetzt. Wieder ist das passiert und wieder hat es jemanden getroffen. Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Zuschauer, wenn Sie unter einer Autobahnbrücke durchfahren und oben jemand steht. Man schaut unweigerlich nach oben und hofft, dass irgendwie nichts geflogen kommt. Meistens geht das auch gut. Eine Autofahrerin in Schleswig-Holstein hatte gestern Abend aber weniger Glück. Könnte diese junge Frau noch leben, wenn man sie ernst genommen hätte, als sie nach Hilfe rief? Darüber wird heute heftig in Frankreich diskutiert, sogar bis in die Politik hinein. Naomi Musenga wählte den Notruf, weil sie unerträgliche Schmerzen spürte. Doch bis der Krankenwagen kam, vergingen Stunden. Eine unfassbare Geschichte jetzt. Ganz anderes und schwieriges Thema. Es geht jetzt bei uns ums selbstbestimmte Sterben. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Ja, in Deutschland und vielen anderen Ländern ist das ganz klar geregelt. Keine aktive Sterbehilfe, egal wie schlecht es um die Betroffenen steht. Deshalb ist auch dieser Australier in die Schweiz gereist. Dort ist das nämlich möglich. 104 Jahre ist er alt und er will sich nicht still und leise verabschieden, sondern ganz bewusst ein Zeichen setzen. Nochmal Nachrichten und die beginnen in Oberfranken mit einer Menge Rauch und Feuer. Die Meldungen des Tages jetzt. Einer Tennislegende, bestimmt mit auch sehr, sehr vielen Socken, winkt wieder mal ein neuer Job. Mehr dazu jetzt in Brisant Prominenz. Tennistrainer, TV-Kommentator, Autor. Ja, Boris Becker hat nach seiner Weltkarriere so einige Jobs angenommen, aber sein neuer wird vielleicht den einen oder anderen überraschen. Boris Becker ist jetzt Diplomat der Zentralafrikanischen Republik. Hier schüttelt er schon mal die Hand des Präsidenten. Was man erwähnen sollte vielleicht, das Land gilt als eines der ärmsten der Welt. So gelten zum Beispiel mehr als 50% der Einwohner als unterernährt. Warum Boris Becker ausgerechnet diesen Job angenommen hat? Wenn Stars und Sternchen über den roten Teppich in Cannes flanieren, dann ist wieder Filmfestzeit. Am Abend wurde es eröffnet mit Everybody Knows, einem bemerkenswerten Film mit Penelope Cruz und Javier Bardem. Was auffällt, in diesem Jahr ist so einiges neu. So herrscht zum Beispiel am Teppich strengstes Selfie-Verbot. Das sei eine Unsitte und furchtbar, sagen die Festivalmacher. Okay, alles andere als furchtbar war hingegen die Party zur Filmfesteröffnung. Und da haben wir uns unter die Feiernden gemischt. Party Prince, Robbie Williams der Royals, ja auch Dirty Harry wurde er genannt. Prinz Harry, der lange als Rebell im britischen Königshaus galt. Für seine Eskapaden und Fehltritte als Jugendlicher musste er sich so manches Donnerwetter hinter den dicken Schlossmauern anhören. Ja, das ist aber lange vorbei. Der neue Harry, der nächste Woche heiratet, hat das Zeug, der neue König der Herzen zu werden. Und die Frau, die er heiratet, hat wohl einen ziemlich großen Anteil daran. Vielen Dank, Leontine von Schmetto. Ihr Film Prinz Harry, der Rebell unter den Royals heiratet, läuft dann morgen 19.15 Uhr hier bei uns im Ersten. Dankeschön. Wir drücken ganz, ganz fest die Daumen und sagen Tschüss für heute. Ihnen einen entspannten Feiertag morgen und bis Freitag 17.15 Uhr würde mich sehr freuen. Ciao.